Der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auf diese Steine können Sie bauen. So lautet ein Werbeslogan, der uns allen bekannt ist. Und dieser Satz steht nicht nur für einen großen Anbieter auf dem Baufinanzierungsmarkt, er steht auch für unser deutsches Baufinanzierungssystem in seiner Gesamtheit. Im europäischen Vergleich gehören wir noch immer zu den Ländern mit den niedrigsten Zinsen im gesamten Immobilienfinanzierungsbereich. Eine Studie zu Beginn dieses Jahres hat gezeigt, dass Darlehen mit 10-jähriger Zinsbindung in unserem Nachbarland Frankreich immerhin 0,8 Prozentpunkte teurer sind als in Deutschland, in Großbritannien und Italien ganze 2 Prozentpunkte und in Spanien sogar 2,73 Prozentpunkte. Das heißt, im Klartext, bei einem Hausbau mit den üblichen Kreditkonditionen ist ein 10-jähriger Kredit in Deutschland oftmals um einen hohen fünfstelligen Betrag niedriger als in unseren Nachbarländern. Und hinzu kommt die nach wie vor große Solidität unseres Bankensektors. Die globale Bankenkrise ist am Subprime-Markt und eben nicht im deutschen Festzinssystem ausgebrochen. Unser Bankensystem ist zwar nicht ganz ohne Blessuren durch die Krise gekommen, aber wir haben sie doch wesentlich besser meistern können als viele unserer europäischen Partner. Darauf können wir stolz sein, und das wollen wir auch in Zukunft bewahren. Im Zuge der Umsetzung der europäischen Wohnimmobilienkreditrichtlinie wollen wir unser funktionierendes Baufinanzierungssystem ergänzen und weiter befestigen. Den ersten Baustein davon hatte ich bereits erwähnt, das ist das deutsche Festzinssystem. Es ermöglicht seit vielen Jahren den Verbrauchern sichere und planbare Darlehensmöglichkeiten, damit der Traum vom Eigenheim auch in Erfüllung gehen kann. Und weil auch Banken langfristig planen müssen, profitieren umgekehrt die Verbraucher wiederum im internationalen Vergleich von niedrigen Zinshöhen. Dies führt mich bereits zum zweiten wichtigen Baustein, den wir bewahren werden. Es ist das Prinzip der Vertragsfreiheit und der damit verbundene Grundsatz Pacta sunt servanda. Die langfristige Bindung an wechselseitige Vorteile eben für beide Seiten, die Verbraucher auf der einen Seite und die Banken auf der anderen Seite. Deswegen sind wir der festen Überzeugung, dass das vertragliche Gleichgewicht zwischen beiden Seiten auch nicht durch gesetzgeberische Maßnahmen gestört werden darf. Ein vorzeitiger Ausstieg aus einem Kreditvertrag mit ja meist langfristiger Bindung muss daher im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen auch in Zukunft eine entsprechende Vorfälligkeitsentschädigung zur Folge haben können. Sonst bestünde für die Banken hinsichtlich ihrer Refinanzierung keine Planungssicherheit mehr. Und Beispiele dafür erleben wir unter anderem in den USA. Dort wird keine Vorfälligkeitsentschädigung gefordert, mit der Folge, dass alle Verbraucher höhere Zinsen für ihre Kredite zahlen müssen. Und das wollen wir als CDU- und CSU-Fraktion in Deutschland so nicht hinnehmen. Richtig hingegen ist, und da sind wir, glaube ich, alle gemeinsam der Überzeugung, dass der Vermittler dem Verbraucher genau und verständlich erklären muss, zu welchen Modalitäten eine vorzeitige Rückzahlung möglich ist, wie die Vorfälligkeitsentschädigung berechnet wird und wie hoch sie am Ende werden kann. Und damit komme ich zum dritten Baustein, auf den wir auch weiterhin bauen werden und der untrennbar mit der Vertragsfreiheit verbunden ist. Und zwar Verbraucherschutz durch Transparenz. Um den Verbrauchern mehr Klarheit über den Inhalt des Festzinsdarlehensvertrags zu verschaffen, sieht der Gesetzentwurf eine detaillierte Beratung vor, in der der Vermittler eine individuelle Empfehlung zu seinem Produkt abgibt. Eine zwingende Kreditwürdigkeitsprüfung soll gewährleisten, dass dem Verbraucher keine unzumutbare Kreditlast auferlegt wird. Der Darlehensvermittler muss zukünftig Sachkunde und Zuverlässigkeit nachweisen. Und die Koalition wird es, Sie haben es angesprochen, nutzen, um Transparenz noch in einem anderen Finanzierungsbereich zu schaffen. Ich spreche von den wichtigen Neuregelungen bei den Dispo-Kreditzinsen. Kunden, die über längere Zeiträume den Dispositionskredit in erheblicher Höhe in Anspruch nehmen, werden künftig über günstigere Finanzierungsmöglichkeiten beraten. So wollen wir sicherstellen, dass die Kunden umfassende Informationen über mögliche Alternativen erhalten, und die Kreditinstitute werden verpflichtet, transparent die Höhe ihrer Dispozinsen auf der Webseite zu veröffentlichen. Dadurch wollen wir die Position der Verbraucher bei Dispo-Krediten weiter stärken.
Und gleichzeitig müssen wir feststellen, dass in einem anderen Bereich ein überfrachteter Verbraucherschutz inzwischen außer Verhältnis zur Rechtssicherheit geraten ist. Es ist richtig, dass fehlende oder falsche bzw. unvollständige Belehrung über Widerrufsrechte zu einer Verlängerung der sonst üblichen 14-Tagesfrist führt, innerhalb derer Verbraucher bei vielen Geschäften ihre Kaufentscheidung widerrufen können. Unverhältnismäßig war jedoch, dass die Widerrufsfrist in diesen Fällen erst dann begann, wenn später eine zutreffende Belehrung ergangen ist. Die Notwendigkeit einer Einschränkung dieser Situation haben wir alle erkannt, das Ministerium, das einen entsprechenden Vorschlag gemacht hat, aber ich denke, auch wir im Parlament. Die Banken müssen sich durch die Refinanzierung dauerhaft festlegen, um ihren Kunden niedrige Zinsen weiterhin anbieten zu können. Die Unsicherheit, ob ein Darlehensnehmer vielleicht noch nach 10 oder 15 Jahren doch widerruft, bringt das Festzinssystem insgesamt in Gefahr. Und damit solche Widerrufe nicht zulasten aller anderen Darlehensnehmer gehen, müssen klare Fristen für den Widerruf geregelt werden. Ich möchte abschließend noch einmal betonen, Vertragsfreiheit, Planbarkeit und Verlässlichkeit durch das Festzinssystem sowie Transparenz für den Verbraucher. Auf diese Steine sollten wir auch in Zukunft bauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.